für eine Nachricht. Genau vor 11 Jahren, am 31.03.2000, feierte Tanz der Vampire, das Erfolgsmusical von Regisseur und Oscar-Preisträger Roman Polanski, in Stuttgart Deutschland Premiere. Grund genug, genau an diesem Ort, tausende Aufführungen später, eine Jubiläumsvorstellung zu feiern, um sich bei den Fans für ihre Begeisterung und Treue zu bedanken. Tanz der Vampire. Das rockig-gefühlvolle Musical-Erlebnis haben mittlerweile mehr als 6 Millionen Zuschauer in 7 verschiedenen Ländern gesehen. Hier kann also von einem Erfolg der absoluten Extraklasse gesprochen werden. Aber was wäre ein Musical schon ohne seine grandiosen Darsteller? In Stuttgart gibt es sogar gleich 2 hervorragende Grafen von Krolog. Zum einen die Erstbesetzung Jan Ammann. Und, alternierend, Kevin Tart. Der sitzt heute in der Maske. Denn Kevin war es, der diese Rolle vor 11 Jahren spielte, als noch keiner ahnte, welch ein Mega-Erfolg Tanz der Vampire in Deutschland jemals werden würde. Dass Tanz der Vampire so einen unglaublichen Erfolg bekommen hat, das haben wir damals nie wirklich gedacht. Wir wussten schon, dass es ein gutes Stück war und dass es schon hier gut ankommen wird. Aber nach so vielen Jahren, dass wir haben Standing Ovations nach 11 Jahren, begeisterte Publikum schon von den ersten Momente. Wir spüren diese Kraft, diese Aufregung da vom Publikum. Das haben keine von uns erwartet. Und es geht einfach weiter. Das ist das Schöne daran, ja. Stuttgart in Baden-Württemberg liegt mir sehr am Herzen. Es ist mein Glücksstadt. Ah, es ist jetzt so spät schon. Jetzt alle Mann raus. Wir müssen uns vorbereiten jetzt hier, dass wir eine richtige gute Show hier abliefern können. Ich freue mich sehr. Ich wünsche euch viel Spaß und ganz liebe Grüße an meine Gäste in der Foyer, wenn du die alle siehst. Weil bald sind die meine. Und tatsächlich, der rote Teppich ist schon voll mit hochkarätigen Prominenten aus Politik, Wirtschaft, Film und Fernsehen. Sie alle freuen sich auf die noch nie dagewesene Mischung aus doppelbödigem Humor und wohligem Grusel, wie der Musicalabend verspricht. Sehen da schon ziemlich gruselig aus, hier die beiden. Er wollte mich ja gerade schon beißen. Ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Ja, das ist, glaube ich, die Begeisterung vom ewigen Leben, ja, was wir alle uns irgendwie wünschen. Und dieser Hype ist heutzutage immer jünger zu werden. Und die haben irgendwann ihr Alter gehalten. Ja. Deswegen ist es eigentlich die beste Medizin, die man haben kann. Ich bin sowieso ein Musical-Fan und habe schon so viele verschiedene gesehen. Bin hier immer wieder gerne, weil ich finde es einfach schön. Ich freue mich sehr, weil das ein Musical ist, was ich schon ganz lange mal sehen wollte und das irgendwie nie geschafft habe. Und super Gelegenheit heute. Das ist die Mischung. Erstmal der Song Totale Finsternis ist natürlich wahnsinnig bekannt. Dann ist die Inszenierung einfach großartig. Das, was ich gesehen habe bis jetzt, hat einfach alles, hat Spannung, hat Sexappeal, hat tolle Songs. Und natürlich lebt das Ganze auch von den Darstellern. Und ich habe gehört, dass heute Abend Kevin Tart mitsingt. Ja. Während die prominenten Gäste sich langsam in den Saal begeben, geht es hinter der Bühne in die heiße Phase. So, jetzt bin ich biss- und blutbereit. Ich freue mich so sehr, bin so aufgeregt. Viel Spaß, wir sehen uns gleich. Ich habe eine Menge Blut zu saugen. Tschüss. Es ist bald so. Und dann ging sie auch schon los. Die turbulente Reise ins geheimnisumwobene Transsilvanien. Vampirforscher Professor Ambronsius und sein Assistent Alfred suchen dort nach Vampiren. Alfred trifft in einem Bergdorf auf die schöne Wirtstochter Sarah. Die verdreht jedoch nicht nur dem jungen Wissenschaftler den Kopf. Auch der Vampirgraf von Krolog findet Gefallen an ihr. Er lädt Sarah zum Mitternachtsball in sein Schloss ein. Können Alfred und der Professor Sarah vor dem Biss des Grafen retten? Ein schaurig schönes Musical-Erlebnis, das von den Zuschauern seit nunmehr 11 Jahren mit tosendem Applaus gefeiert wird. Aber auch die Verantwortlichen und Kreativen von Tanz der Vampire sind mehr als begeistert von diesem großartigen Erfolg. Eine Show, die so lang läuft, in einer solchen Qualität hinzulegen, dass quasi jede Aufführung besser noch ist als die Premiere, das ist eine ganz große Leistung und das bringt dieses Team und deswegen darauf bin ich stolz. Ja. Ganz herzlichen Glückwunsch an das Stage-Theater hier, das Palladium-Theater hier in Stuttgart. Ihr seid ein großartiges Team, eine fantastische Cast, eine fantastische Crew, tolles Orchester. Macht wahnsinnig viel Spaß und ihr habt diese Show zu diesem großartigen Erfolg gebracht. Dankeschön. Doch selbstverständlich wollten wir auch wissen, wie den prominenten Gästen die Jubiläumsvorstellung gefallen hat. Ganz, ganz tolles Bühnenbild, tolle Sänger,
tolle Stimmung, fand ich ganz toll. Ich habe das dritte Mal gesehen, endlich mitgekriegt, warum der Krolllock die Sarah gekriegt hat. Ja, wie jeder Mann Frauen rumkriegt, mit Schuhen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das eigentlich auch ganz lustig ist, weil ich habe viel gelacht auch und es war so vor allen Dingen so à la Dracula dieses Buh. Und ich habe mich selber zwar erschrocken, aber es ist ja auch amüsant. Also es ist gar nicht so gruselig, wie ich erst dachte. Kevin als Graf Krolllock ist ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich heute auch nochmal die Chance habe, gebissen zu werden. Das wäre toll. Finde ich ihn? Eines steht mit Sicherheit fest. Die Vampire sind bissiger denn je. Denn genau das beweist der atemberaubende Erfolg. Stage TV verabschiedet sich von der grandiosen Jubiläumsvorstellung des Tanz der Vampire Musicals. Lassen auch Sie sich von dem aufwendigen Bühnenbild, den großartigen Darstellern und der unvergleichlichen Musik mitreißen und sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets. Tanz der Vampire. Noch bis Oktober 2011 im Stuttgarter Palladium Theater.